Leute, herzlich willkommen bei unserem Let's Play. Wir sind Charlotte. Und ich bin Rebecca. Und wir werden jetzt das Spiel Isaac euch zeigen, wobei wir das auch noch gar nicht lange kennen. Ja, wir starten es einfach einmal. Funktioniert nicht. Doch jetzt. Also hier kommt jetzt so eine kleine Vorgeschichte zu dem gesamten Spiel überhaupt. Ja, das müsst ihr euch jetzt ein bisschen angucken, sonst versteht ihr so ein bisschen den Hintergrund nicht. Genau. Binding of Isaac. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Ah, jetzt verstehe ich. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Also, ja, also die Hintergrundgeschichte ist wohl, dass der Entwickler selber auch eine ähnliche Mutter hatte, wie sie hier dargestellt wird, dass sie so mega christlich war und auch eben die ganzen Spielzeuge immer weggenommen hat. Ja. Reicht auch, oder? Nee, das Wichtige kommt ja noch. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied. Also diese Geschichte hängt so ein bisschen mit der biblischen Geschichte von Isaak zu tun. Oder hat so ein bisschen zusammen, genau. Und sein Vater sollte eben ihn auch opfern für Gott eben. Und ja, das ist so ein bisschen so der biblische Hintergrund dieses Spiels auch, wenn man so ein bisschen daran noch denken will. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Also in diesem unknown Ort ist jetzt eben so seine Welt, in dem er versucht, so ein paar, also in dem er am besten versucht zu überleben. Und ja, da muss er leider auch Spaß zu haben quasi. Und naja gut, wir werden auf jeden Fall mit dem Spiel Spaß haben. Genau. Aber ja, da begegnet er dann allen möglichen Monstern und naja, ihr werdet es sehen. Genau, bevor man startet, kann man eben noch seinen Charakter wählen. Das ist halt die Frage, wie schnell man die dann